Hallo meine Freunde, heute habe ich hier mal wieder so einen kleinen grünen Frosch auf dem Acker, den ich zum Teil schon ausgegraben habe. Hier komme ich noch nicht dran, aber das stört mich auch nicht. Ich wollte nur noch gucken, dass ich am Tank komme und die Motorhaube öffnen kann. Und ich werde es gleich mal versuchen, diesen 95er Baujahr Passat 1,8 Liter mit 72 auf 74 kW, weiß ich nicht genau. Ja, zu starten, steht auch schon ein paar Tage, besser gesagt ein paar Jahre. Hier hat er linke Seite, Fahrerseite, hat er einen Unfallschaden gehabt. Man sieht es, leicht verbeulte Tür, neu lackierter Kotflügel. Die hintere Tür ist auch ein bisschen ramponiert. Ich habe die schon mal alle vorsichtig geöffnet, weil es so schwer war, verklebt war. So, ja. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal versuchen zu starten. Innen drin muffelt er wieder gewaltig. Da hinten habe ich noch gar nicht reingeschaut. Die Sitze sind natürlich alle hier total zu mit Stockflecken. Der Himmel sieht eigentlich noch gut aus. Türverkleidung auch. So, hier nochmal nach vorne. Ups, das Türschloss hakt schon mal. Schön Sitze, Sportsitze oder was auch immer. Wir fahren hier, aber sind leider sehr schmuddelig. Mal gucken, ob man da noch was mitmachen kann. Moder. Ne, ja. Kilometerstand kann ich euch so nicht sagen, soll irgendwas um 150.000, 160.000 weg haben. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal eine Batterie anklemmen. Ein Radio ist auch drin. Ach, guck mal, sogar mit CD-Player, da oben ist ein Schlitz. Airbag, Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag. Ja, so, das ist so ein kurzer Überblick von dem VW Passat Kombi. Man sieht es, Baujahr 95. 1,8 Liter und 72, 74 kW, irgendwas um 100 PS. Gut, das sollte es jetzt erstmal kurz gewesen sein. Ach ne, komm, ich mache noch mal kurz die Motorhaube auf. Die habe ich schon angehoben, angezogen. Weil oft ist ja, ja, das sieht außer, dass es oxidiert ist, alles gar nicht so wild aus. Sieht alles gar nicht so wild aus, möchte ich mal sagen. Guck mal, da ist sogar noch Frostschutz für die Scheibenwaschanlage drin. Ja, Moderndreck ist ganz normal, wenn das Teil auf dem Acker rumsteht. Und da ist die Batterie warm eingepackt. Die werde ich jetzt ausbauen und mal eben eine andere dranhängen, die ich mitgebracht habe. So. Mal gucken, kann ich das jetzt gleich mal eben. Ich mache mal besser aus, sonst fällt mir nachher hier das Handy noch aus der Hand. Bis dann. Ciao, ciao.